Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 407 und wir sind wieder mal in einer Folge für alle. Genau, was heißt alle, ist natürlich relativ. Für alle, die Mods nutzen wollen für den Landwirtschaftssimulator 2019 unter PC, Mac, unter PlayStation 4 und Xbox One. Nämlich genau für die sind diese Mods hier. Der Klaas natürlich nicht, sondern wir haben diesmal zwei Farmgebäude hier. Das heißt also, einmal fängt das gute Stück hier an, schön mit dem Blümchen draußen. Ne, selbst da kann man dicht dran gehen, da sieht jedes Blümchen okay aus. Auch das, die Haustexturen und sowas sehen sehr schön aus. Fahrrad und sowas auch dabei. Tür kann man sogar aufmachen. Ne, hier noch erstmal außenrum Mülltonne und sowas. Hier steht noch ein bisschen Feuerholz. Gasgeschichte, Klimaanlage ist dran, ist also alles da. Wir können auch reingehen. Auch hier haben wir eine einfache kleine Küche. Ne, und wenn wir hier durch die Gegend laufen und hier im Hauptbereich kommen, sozusagen hier. Wohnzimmer kann man sich ja auch hinlegen, deswegen ist hier schon das Schlafensymbol dann. Na, schön mit Fernseher, Couch, noch einen kleinen Bürobereich. Ich weiß gar nicht, ob man noch weiter kann hier. Ne, weiter geht's nicht. Und der Lichtschalter ist auch nur Tarnung. Aber wie gesagt, sieht sonst trotzdem sehr gut aus, bis zu den Gummistiefeln hintere Tür ist alles da. So, ja, ich zeige euch das aber gleich erst, das Haus, weil wir haben noch mal ein Farmhaus. Dann diesmal ein bisschen anderer Stil. Ne? Diesmal hier mit einer Sitzecke draußen. Hier geht ein Treppchen nach oben. Hier hängen auch Blümchen dementsprechend dran. Anderes Backsteinhaus hier. Mit einem kleinen Balkon. Und dann gucken wir mal rein, ob wir hier auch rein können. Ne, in das können wir nicht rein. Aber ihr seht, die Schlaffunktion ist auch hier da. Also, wir haben dementsprechend also schon mal zwei Übernachtungsmöglichkeiten, sage ich mal so. Oder zwei Häuser, wo ihr sagen könnt, okay, das ist jetzt den Stil, den ich gesucht habe für meinen Bauernhof oder für meine Farm, wie man es denn gerne haben möchte. So, die beiden platzierbaren Sachen zeige ich euch natürlich auch da in meinem Shop. Die finden wir auch da unter Farmhaus. Da seht ihr das Ganze schon. Das Ziegelhaus selber liegt bei 120.000. Das kleine Haus über 7.500 scheint furchtbar alt und gebraucht zu sein. Und ja, so sieht's aus. Ich zeige euch das nochmal von hier. Da seht ihr da oben auch nochmal den Balkonausbau und sowas. Also, ne, zwei Ebenen mit zwei Balkons. Souterrain dabei, ne, wie man so schön sagt. Bisschen zum Gartenschlauch, alles dabei. Ja, das waren die beiden Sachen schon mal. Und dann würde ich sagen, schalten wir einfach mal freundlich durch. Und landen auf dem Feld. So sieht's aus. Und auf dem Feld hier fangen wir an mit einem Agromatz, wie ihr seht. Ne, auch hier schön das Ausgestanzte, stehe ich ja immer drauf, muss ich zugestehen. Finde ich immer, sieht sehr gut aus, ne, wenn man es hier rausgestanzt hat. Auch hier Texturen, Metallgeschichten, alles sieht top aktuell aus. Ne, ich werde auch den mal zuerst im Shop zeigen, bevor ich das hier vergesse. Dürften wir unter Grubber finden und ich werde euch gleich den zweiten zeigen. Also hier ist Agomats AP30, heißt das gute Stück. 8.500 kostet es, braucht 110 PS, 3 Meter Arbeitsbreite und lässt sich farblich so sonst nichts dran ändern. Den zweiten, den ich euch zeigen werde, ist dieser TAS Lizard, den ihr seht. Da können wir die Hautfarbe noch variieren, wenn wir wollten. Das ist gleichzeitig ein Gewicht wie auch ein Frontgrubber, wie ihr seht. Natürlich dann nicht supermäßige Arbeitsbreiten, ne? Nur 1 Meter, aber wie gesagt, 90 PS wird auch nur verlangt. Und ja, ne, wer es brauchen kann, warum nicht, zeige ich euch dementsprechend dann gleich als nächstes. Wir machen erstmal hier die Funktionsprüfung sozusagen, indem wir das gute Stück einfach mal anschmeißen und ihn hier einfach mal das von mir hier verunstückelte Feld ordentlich machen lassen. Ne? Ich würde sagen, das sieht soweit schon ganz okay aus. Animationen und sowas sind alles da. Und ja. Da findet ihr es alles okay und jetzt will er sich selbstständig machen anscheinend. Macht man aber nicht. Wir halten ihn einfach mal eine Runde an. So, ja, ich mache ihn aus und wir kommen dann schon gleich zum nächsten Gerät, das ich euch gerade schon im Shop gezeigt habe. Das steht hier vorne. So, Entschuldigung fürs Räuspern. So, hier haben wir die Gewichte dementsprechend vorne dran. Auch hier die Texturen, alle, ups, war ein bisschen so zu wild sozusagen. Texturen und sowas, auch hier unten die Metallspitzengeschichten, die da drauf sitzen. Reifengeschichten bis hin zu den Beschriftungen und sowas, das ist alles da. Da steht das Lizard-Schild dran. Sieht alles wunderbar aus. Auch hier werde ich das ganze gute Stück mal anschmeißen. Werde den Helfer hier mal sagen, er soll mal loslegen. Ne, habe extra hier so einen Grünzeugstreifen genommen. Und ihr seht, das macht er weg und dahinter ist Gyk-Robot. Ne? Wir haben hier auch so ein bisschen Aufwurfanimationen und sowas da. Also alles, was man so braucht.
wird auch hier zu sehen sein. Ist ja natürlich jetzt nicht unbedingt der optimale Traktor, um das hier zu machen, aber wenn man kleine Feldecken hat oder sowas, wo man nur kleine Bereiche hat, hier ist man halt mit einem guten Meter dementsprechend dabei. Na, da sehe ich das gute Stück nochmal. Und so sieht es dann aus. So, den Kollegen machen wir auch aus und wir hüpfen mal eine Runde weiter. So, kommen hier wahrscheinlich jetzt nicht zwischenweg. Ja, wäre auch sonst auch zu einfach gewesen, ne? So, dann hüpfen wir nochmal zu dem, wo wir auch nicht wegkommen. Okay. Ich glaube, ich hüpfe jetzt erstmal 40 Mal durch irgendwelche Traktoren. Da steigen wir auf der richtigen Seite aus. Ist ja wunderprächtig. Ja, ich habe immer noch drei Mods. Drei Mods noch am Start. Wir schauen. Das eine hier ist ein Lizard 5RB, was erschreckenderweise für 5 Rundballen steht. Genau, das hier ist ein Rundballentransporter. Ich werde mich hier mal freundlich reinsetzen. Ich werde mal die Helfer anmachen, das seht ihr selber. Ich kann mit X das Ganze aufklappen. So. Ne, dann dreht er sich schön im Winkel dazu. Hydraulik und sowas hat man da ja gesehen. Ne, wenn ich das jetzt wieder zusammenklappen würde, würdet ihr sehen, wie es hier schön zusammen und auseinander fährt. So. Wir haben hier natürlich auch Spanngurte bei. Die sitzen natürlich dann unten drunter, weil die Ballen hier oben drauf sitzen. Ne? Und ja, die Maussteuerung, die ihr seht, ist natürlich vorne für den Frontlader. Ne? Ist klar. Und so könnt ihr dementsprechend da die Ballen mit aufnehmen, indem ihr das Ganze, glaube ich, hier dann reinzieht, meine ich, denke ich. Ich muss zugestehen, jetzt bin ich gerade etwas konfus. So, ich habe nämlich was vergessen. Nämlich mal einen Rundballen hier hinzupacken. Ne? Das wär sinnvoll. Dann kann man das gute Stück nämlich auch mal sehen. So, aber dafür muss ich jetzt erst einmal eine andere Board vorstellen. Ich werde euch den jetzt im Shop vorzeigen, bevor ich das vergesse. Wir sind natürlich dann jetzt bei Ballentechnik. So. Da hinten ist er. 9000 kostet er. 5 Rundballenanhänger. Heißt auch einfach so, wie es ist. Ist auch nichts dran zu drehen. Sieht so aus, wie wir ihn aussehen lassen. So, dann steige ich hier wieder aus. Aus dem Shop. So. Und der Traktor, der kommt dementsprechend auch gleich noch ins Spiel. Aber ich habe hier noch eine Schubkarre. Die finden wir natürlich dann auch unter Fahrzeuge diverses. Da seht ihr es. Warum die 10 PS hat, weiß ich nicht. Die kann man alles so ziemlich mitnehmen, was man mitnehmen möchte. Und sie hat, ja, 120 Liter Inhalt. Das ist es dann. Da kann man halt rangehen und dann kann man damit... Oh, ich muss erst den Motor starten, der nicht da ist. Das bin ich, ja. Und dann kann ich hier vorwärts, rückwärts mitmachen. Ich kann hier gutwillig abladen. Dann kippt das tatsächlich auch hoch und kippt es auch ab. Na, und dann kann man damit hier schön durch die Gegend ziehen. Warum das jetzt so wie will ich qualmt, wenn ich hier rückwärts fahre, weiß ich nicht. Warum ich rückwärts fahre, ist ganz einfach. Ich stelle sie nämlich jetzt hier einfach hin. So, da steht das gute Stück. Sieht optisch nämlich auch sehr schön aus. Halt wie eine Schubkarre. Ne? Aber man sieht auch selbst da unten die kleine Schraube, die das Rad hält und sowas. Das die kleine Achse. Ich wollte mir einfach nur ein bisschen Platz hierfür schaffen. So, dann wollen wir das hier nochmal ausprobieren. Ich hüpfe nochmal rein. So. Mach den Motor an. Ich fahre jetzt hier eine Kurve, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, so zu fahren. Und dann wollen wir mal gucken, ob das hier einfach so klappt. Nein. Wenn ich zuklappe, wird gar nichts klappen. Deswegen frage ich mich jetzt gerade echt, wie das gute Stück hier funktioniert. Ihr seht selber, ich sehe hier keine weitere Auswahl, außer das. Ich habe auch keine weitere Maussteuerung, außer das, was wir hier vorne sehen. Ich werde jetzt das mal auf hinten umschalten, weil ich habe es ja noch hier vorne drauf stehen. Ah, okay. Da haben wir jetzt die Senkenfunktion. Da wollte ich gerade sagen, irgendwo fehlte sie auch. Ich hatte es noch vorne drauf stehen, das war das Problem. Und das, der andere Punkt ist, ich müsste jetzt einmal, das können wir vielleicht auch noch kurz geregelt kriegen. So. Ist ja nicht ganz unpraktisch, dass wir hier vorne eine Palettengabel dran haben, ne? So. So wollte sie nicht. Ah, komm her hier. Vielleicht schubsen. Dass sie damit, ich wollte sie einfach jetzt nur umschmeißen, damit sie liegt. So. Gucken, ob wir es damit hinkriegen. Nee, so kriege ich sie mitgenommen. Ganz toll.
Krieg ich sie auch wieder los so, oder will sie mich jetzt hier ganz verarschen? Nein. Die soll liegen bleiben. Irgendwie will mich das Ganze jetzt hier gerade verarschen in der Steuerung. Wir schmeißen es einfach mal, dann klappt es auch nicht. Sehr schön. Also ich mache jetzt mal den Hänger hinten ab. Das muss ich gleich echt nochmal eine Ballengabel holen. Wie ihr gerade merkt, ist sie echt widerspenstig gerade. Ich will dich doch nur umkippen. Irgendwie wird das gerade zu einer Comedy-Aktion hier, als wie eine Vorführung von Mods. So, jetzt hat es tatsächlich mal geklappt, nach einer Woche oder so. Jetzt bin ich auch gespannt, ob das hier mit dem jetzt hier klappt. Wir senken den Hänger natürlich nochmal. Wir wollen natürlich jetzt auch sehen, ob das funktioniert oder nicht, ne? Fahr jetzt hier ordentlich ran. Jetzt selber, ich fahre hier ordentlich ran. So, und dann rutscht er nach hinten durch und dann bleibt er hängen. Ne? Dann hebe ich das Ganze wieder hoch, mache die Spanngurte dran, klappt das Ganze zu. Und dann habe ich endlich meinen Vorführeffekt sozusagen. Der Vorführeffekt, dass ich es natürlich erst nicht hingekriegt habe, aber ihr seht selber, dass hier, ne, wenn man es dann nachher abladen will, dann macht man hinten halt die Klappe dementsprechend auf. Und dann kann man es wieder abladen. Aber so funktioniert er erstmal. Ich stelle ihn jetzt ein bisschen weiter mittig hin, damit ich mit dem anderen Traktor ein bisschen Platz habe. Wir machen das erstmal aus. So, den habe ich ausgemacht und steigen aus. So, gut, ja, also das Ding hat auch funktioniert. Ne? Wer hätte es gedacht? Vielleicht geht er sogar mehr wie 5 Räume. Ah, okay, ich sag mal 5 ist okay. 5 kriegen wir da rein. So, dann kommen wir nämlich zur letzten Mod, nachdem ich mir hier ein bisschen rumgelabert und rumvertüdelt habe. Aber wir kriegen das hin. Wir haben hier nämlich einmal noch die Deutz 9er Serie, in dem Fall hier in der Warrior Edition, wie ihr seht. 9440 TTV Warrior steht auch drauf. Hab dann auch hier die passenden Felgen und Lackierungen dementsprechend genommen. Den gibt es in Zichwa, das ist immer das richtige Deutz Fahrschild noch. Den gibt es auch in Zich-Varianten. Ihr seht hier auch schön die neuen Lichtgeschichten und sowas. Sieht also sehr gut aus, muss ich sagen. Ne? Das hat schon was. Auch die Rundumleuchte funktionieren natürlich. Die Blinkgeschichten funktionieren. Ihr seht es ja vorne an der Seite und hinten. Natürlich auf der anderen Seite genau das gleiche. Ne? Auch das sehr schön gemacht. Wenn ich jetzt hier die F-Taste drücke, seht ihr, dass wir hier einige Zusatzfunktionen haben. Ich kann nämlich hier, na, vielleicht sieht man das so nicht. Deswegen drehe ich mal. Man kann hier den Spiegel verstellen. So sieht man es vielleicht besser. Ja, ich kann hier den Spiegel einstellen. Ich kann den Spiegel auf der anderen Seite einstellen. Und wenn ich beide Maustasten drücke, dann kann ich oben die Klappe dementsprechend noch aufmachen und mir auch noch eine Runde frische Luft gönnen. Ne? So, also alles dann. Spiegel einstellen und die Luke oben öffnen. Dafür sind die Steuerungen da, die wir da sehen. Dann kann ich das hier nämlich wieder zumachen. Ich zeige euch den jetzt auch zuerst im Shop, bevor ich hier wieder mal alles vergesse. Da ist er nicht. Da wird er sein. Da haben wir ihn. Also 9er Series, da haben wir es. Felgen kann ich die Farbe aussuchen, natürlich das Schwarz wegen der Black Edition, die man dementsprechend wählen kann. Dann kann ich hier auch durchwählen. Ihr seht hier selber, 295 PS fängt es mit an. Über 312, 336. Dann kommt die Warrior Edition. Ne? Dann kommt die Warrior Plus Edition. Dann sind wir schon bei 396 PS. Also da geht ja nochmal richtig einer drauf. Ne? Wir haben hier Trelleborg am Start, Michelin, Mitras und haben die Reifenvarianten in normal mit Radgewicht, Breitreifen und Radgewicht. Wir haben Zwillingsbereifung, nur Zwillingsbereifung hinten und dann sind wir wieder beim Standard. Ne? Also schon durchaus ein paar Möglichkeiten, das Ganze einzustellen, je nachdem, welche Farbe man haben möchte. Ich glaube, das hier ist dann, das ist die größte Normalvariante. Da wird man natürlich dann auch die normale Felgenfarbe wieder zu nehmen. Also wie gesagt, ob jetzt Deutz-Farben oder in der Warrior Edition, wie man möchte, ist hier dementsprechend ganz locker mit hinzukriegen. So, ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze auch nochmal von innen an. Wenn ich jetzt hier die Lichtschalter anmache, dann passiert hier nicht so sonderlich viel. Wenn ich den Motor anmache, seht ihr, geht alles schön eine Runde an. Sämtliche Kontrollleuchten blinken einmal auf. Wenn ich Licht anmache, dann geht auch die Armaturenbeleuchtung dementsprechend an. Und auch die Seitenknöpfe, die Geschichten, die ihr hier an der Seite seht,
die haben eine, ne, um die Armlehne rum auch, die haben dementsprechend dann eine Anzeige. Hier oben auch da Hintergrund, Beleuchtung dementsprechend geht zusätzlich an. Ne? Auch noch hier im Armaturenbereich. Wenn wir ein bisschen vorfahren, sehen wir auch, dass die Zeigergeschichten und sowas dann auch funktionieren. So, ja, ich würde sagen, ich mache nochmal einen frischen Motorstart und dann zeige ich euch nochmal hier, zeige ich nicht, dann lasse ich euch nochmal die Motorgeschichten hier hören. Ja, lässt sich wunderbar fahren. Ihr seht die auch auf engstem Raum vernünftig drehen. Ja, 63 ist natürlich auch eine schöne Geschwindigkeit. Ihr seht hier Bremsleuchten, Rückfahrleuchten, zeige ich natürlich jetzt hier auch am Schluss nochmal. Das ist alles da, funktioniert auch alles einwandfrei und sieht auch alles hervorragend aus. Genau wie der Traktor selber aus. Ja, ja. So sieht es auch aus, weil wir sind schon wieder am Ende der Geschichte. Alles gezeigt, nichts vergessen habe ich doch. Bisschen Vorführschwierigkeiten, aber ich habe natürlich vergessen, den Ballen dahin zu legen. Ne? Aber ne? Schusselig wie ich bin, Hauptsache hat am Ende noch geklappt. Ja, dann bedanke ich mich auch ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch sonst so vielleicht doch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und sagte mal bis morgen.